Hallo und herzlich willkommen zum nächsten und letzten Indie-Game, zumindest das letzte innerhalb dieser eigentlich schon vergangenen Halloween-Woche. Ja, wie ihr seht, man kann nicht viel lesen, das ist ein russisches Spiel. Es ist relativ schwer, diese Empfehlung, die ihr mir da geschickt habt, auf Englisch zu finden. Selbst auf der offiziellen Seite ist der Download-Link down, aber jetzt habe ich es doch noch gefunden. Ja, toll. Russisch halt. Es kann aber sein, dass es ein Spiel ist, wo man nicht unbedingt viel lesen muss. Wir wollen ja nicht unbedingt, keine Ahnung, Buch lesen, sondern uns gruseln. Und das klappt sicherlich auch auf Russisch. So. Oh, es ist ja doch Englisch. Wunderbar. I feel nervous for no reason. Okay, wunderbar. Dann haben wir uns ja umsonst Sorgen gemacht. Ja, Download-Link in der Beschreibung. 60 Megabyte groß. Wird wohl auch, wie gesagt, keine sein, dass man... jetzt noch langfristig spielen kann. So, da steht was... Wenn ich auf E drücke, dann macht er so eine komische Seitwärts... Ja, als ob er um die Ecke lunzen will. Aber habe ich sowas wie benutzen? Da liegt doch ein... Nein, was ist das eigentlich? Die Grafik ist ein bisschen hässlich. aber es geht eigentlich. Aber es gab überhaupt keine Info, wie ich was steuere und so. Ich kann zwar die typische WASD-Steuerung, aber benutzen... Keine Ahnung, ob ich was benutzen kann. Wenn, dann wüsste ich die Taste nicht. Egal, dann werden wir einfach mal... Okay, ich muss ja die Tür benutzen können. Mal schauen. Ah, mit F. Okay, gut. Das wollte ich nur wissen. Jetzt mal mit F alles anschauen. Okay, da scheint dann nichts zu sein. Gut, dann gehen wir jetzt hier einfach raus, würde ich sagen, oder? Noch kurz das Telefon mit F. Ja, natürlich wird es weitere Indie-Games geben. Der Korridor, ja. Passender Spieltitel, auf jeden Fall. It's very strange. I don't remember such a long corridor for the hotel. Okay, gehen wir mal durch. Es erinnert mich ein bisschen an Shining gerade. Ja, wir werden natürlich... Okay, ein schönes Bild. Das sieht ein bisschen seltsam aus. So von der Textur her, also als wäre es zusammengefaltet worden, das Bild. Und jetzt so ein bisschen aufgedingst. Naja. Ja, es, ihr wisst ja, jetzt... spielt sich alles wieder normal ab. Ab morgen gibt's wieder reguläre Videos. Ab und zu mache ich natürlich auch wieder Indie-Games, ist klar. Eure Empfehlungen nach wie vor werden immer wieder Gehör finden. Das Bild sieht jetzt normal aus. Das wurde schön gebügelt. Okay, gehen wir weiter. Also so wirklich unheimlich ist dieser Korridor jetzt nicht. Es sei denn, wenn sich jetzt das geändert hätte... sich da nicht... Moment mal. Wenn sich da nicht was geändert hätte, das war doch vorher nicht da, oder? Kann ich mir das angucken? Nein. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch einfach nur ein und es war da. Egal. Ich merke schon, das Spiel spielt Spiele mit mir. Egal, wir gehen jetzt einfach mal zum Ende des Korridors. Okay, eine Flasche Rotwein. Und ein Salz, eine komische Mischung. Okay, das ist auch so leichte Texturfehler. Das soll nicht gruselig oder so sein. Nee. Ja, okay, das war der Korridor. Ja, Freunde, wir haben das Spiel durch. Oh. Ja, wir gehen jetzt mal durch, ne? Hi. Da hat jemand den Stuhl umgeschmissen. Schön. Ein merkwürdiges Hotel. Ja, ein bisschen merkwürdig. Weiter. Ja, der nächste Korridor. Yay, und das wird wahrscheinlich von Mal zu Mal schlimmer oder intensiver. Das Bild kennen wir schon. Also gerade bei so einem Spiel, ja, fände ich es umso geiler irgendwie, wenn sich die Bilder nicht gleich wiederholen würden. Aber na gut. Jetzt wird's ganz schön dunkel hier. Die Lichter sind kaputt. Okay. Ja. Okay, was gibt's hier zu lachen? Erzählt ihr mir den Witz auch? Und vor allem, wo bist du, Mädchen? Oh, jetzt wird's langsam... Mhm. Nein, es ist... Oh, ich habe Schritte gehört. Okay. Ja, das ist kein Blut, das ist nur Rotwein. Auch wenn der Rotwein anscheinend... Ja, nicht in den Teppich eintrocknen will. Also dann sieht man ein bisschen sehr arg. Egal, Wein, ja. Der Typ hat eindeutig ein Alkoholproblem. Wahrscheinlich ist er jetzt wieder auf irgendeinem Trip und bildet sich die Sachen ein. Nur um eine logische Erklärung für das Ganze zu haben.
Ja, du hast es eventuell in deinem Rausch kaputt gemacht, Junge. Das ist doch naheliegend. Oh, was ist denn da für ein Abendmahl? Uiuiui, was für eine Party. Okay, gut, das ist nicht so schön. Wow, okay. Das war die erste unheimliche Erscheinung. Das hat mich ein bisschen erschreckt, ja. Er hat einen Fleck hinterlassen für uns. Nein, ist gar kein Fleck, gehört zum Teppich. Hm. Okay, ja, doch, das gefällt mir schon mal. Aha, oh, wir kommen mal eine Etage nach unten, das ist doch mal interessant. So, haben wir hier noch was? Eher nicht. Okay, dann ab mit uns. Sollen das Spinnweben sein? Das sieht irgendwie seltsam aus. Ja, es sind wahrscheinlich Spinnweben. Hier war schon lange niemand mehr. Hier putzt wohl keine Sau. Mensch, Leute. Oder Mensch, Junge, was machst du hier? Und warum gibt es hier so wenige Türen? Geschweige denn Fenster. Oh, okay. Vielleicht bist das du und du weißt es noch nicht. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen creepy, vor allem die Musik. Oh Gott, Leute, schaut euch das an. Das sind ja wirklich Spinnweben, aber wie groß ist die Spinne, verdammt nochmal. Okay, oh je, ich will da gar nicht weiter, wenn da jetzt irgendein hässliches Vieh kommt oder so. Ich habe ja gar keine Waffe und gar nichts. Oh je, was ist denn hier los? Hi. Kann ich was an dir machen? Nee, will ich auch gar nicht. Also ruhig hat's angefangen, aber jetzt... Übelst. Okay, weiter. Die Tür ist noch total in Schuss, ne? Sieht irgendwie deplatziert aus. Eieiei, jetzt wird's ja schon fast alienartig hier unten. Was hat denn... Das kann ja gar keine Spinne gemacht haben. Was ist denn das alles? Boah. Okay, das ist ja... ein krasser Albtraum. Okay, Na? Wie geht's? Oh, Mann. Okay. Haben wir hier noch was? Nein. Hi! Kleiner Schädel. Ich kann gar nicht mich ducken oder so. Okay, weiter. Ach, es gibt Dinge, die will man sich gar nicht so genau angucken. Wo ist die Spinne? Das ist die große Frage der Fragen. Wenn es überhaupt eine gibt. Oder ist das wieder nur ein abgrundtief... psychisch kranker Abstieg in deine Seele. Und du willst uns irgendetwas damit mitteilen. Ja, Abgrund. Na dann. Ui. Okay. Wir sind jetzt eindeutig im Untergrund. In einem Kellergewölbe. Ja, was ist los? Okay, nichts. Gut. Was ist das? Weg hier. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es in dem Spiel Gegner gibt. Ich traue dem Spiel einfach mal alles zu. Aber wenn es Gegner geben sollte, dann basiert dieses Spiel auf, ja, Hide and Run. Weil ich habe nichts. Das ist ein bisschen Amnesia-like. Das war übrigens das allererste Spiel, das mir empfohlen wurde. Das steht in der Liste ganz oben. Aber naja. So, diesmal ist keine Weinflasche mehr da. Diesmal könnte es Blut sein. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. I hear somebody pressing behind me. Ich will mich nicht umdrehen, Leute. Ich will es nicht. Nein, oder? Ich tue es aber, weil ich so verdammt... Ach komm, ich tue es. Und wetten, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann... Okay, es passiert nichts. Gut, wir gehen. Aber das finde ich geil, dass sie es nur quasi vorgetäuscht haben, dass jetzt was passiert. Die heben sich die wahren Schocker noch auf. Die sind clever. Die wollen mich schreien hören. Naja. Okay, jetzt duscht er. Ich habe nicht mal sowas wie eine Lampe oder so. Okay. Merkwürdiges Flüstern. Oh, mir wird schon wieder... Oh, da ist er! Oh Gott. Kommst du her, oder?
Bist du ein Feind, oder? Ich gehe einfach, oh Gott. Oh, was ist denn? Bist du... Oh Gott, mach die Tür zu. Mach die Tür zu! Was ist denn? Oh, ah, was ist denn das? Ah, mir tut irgendwas weh. Scheiße, okay. Gut, wir gehen hier. Ah, wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Okay, weg, 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 weg. Okay, okay. Ich weiß gar nicht, da ist doch gar nichts. Was ist denn los? Was ist denn mit ihr? Ich will nicht sterben. Oh Gott. Okay. Weg, 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 weg. Okay, wir sind wieder in einem normalen Korridor. Oh, hör auf zu lachen, du Dreckskind. Warum müssen Kinder immer so fies und böse sein? Was hängt denn da oben? Ach, egal. Wir gehen. Was? Oh. Okay, es wird geladen. Was? Oh, that was just a nightmare, I hope. Okay. Es war nur ein Albtraum. Sag bloß, jetzt fängt das wieder das Ganze von vorne an. Nein, ist es nicht wahr? Oh, scheiße! Okay. Das war's. The Corridor. Naja. War ein bisschen kurz. Ich finde das übrigens geil. Das machen sie bei Filmen auch immer wieder gerne. Der Traum im Traum. Man denkt, ah, ich habe nur geträumt. Und dann kommt noch irgendwas in der realen Welt, also angeblich. Und man hat vielleicht doch nochmal geträumt, wacht dann erst auf. Naja, The Corridor, ein bisschen kurz das Spiel. Hat ein paar schöne Atmo-Momente, aber ja, jetzt auch nichts Besonderes, oder? Ich glaube, wenn ich mal ein kurzes Resümee machen darf, weil das können wir ruhig, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, dann war es eindeutig, Paranormal ist der Gewinner der Halloween-Woche. Ich möchte mich an der Stelle einfach mal, auch wenn noch ein paar Podcasts kommen, aber die kommen ja regulär einmal in der Woche. Also die Fortsetzung der Mehrteiler. Die Halloween-Woche ist somit jetzt endgültig zu Ende. Ich möchte mich an alle Leute bedanken, die mitgeguckt haben. Ihr habt mir echt viel Feedback gegeben. Das spricht doch dafür, dass wir nächstes Jahr sowas doch in der Art wieder mal machen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch viel Spaß mit dem normalen Programm, das ab Montag dann wieder... ja, voll in die Runde geht. Ich freue mich jetzt mittlerweile auch wieder drauf. Ich habe meinen einmal im Jahr keinen Bock auf Zocken Phase habe ich schon wieder hinter mir. Und demnach freue ich mich schon auf Final Fantasy, auf Demon's Souls, auf den Dark Souls DLC, auf die Infoshow. Also da freut ihr euch wahrscheinlich mehr drauf. Für mich bedeutet das nur viel zusammenschneiden und labern und so. Ja, Lufia natürlich und alles, was noch so kommen mag. Das schwarze Auge. So, haben wir jetzt alles aufgezählt? Ja, ich glaube schon. Aber natürlich auch Let's Shows von großen oder auch kleinen Spielen wie diesen hier. Nach wie vor überlebt diese Serie durch eure Empfehlungen, durch eure Vorschläge. Meistens reicht nur ein Vorschlag und ich bin schon gewillt, es mal anzutesten. Also, haut raus. Ich bin gespannt. Macht's gut, euer John McLeod.